Hallo Leute, ich wollte mich bei euch für euer Interesse an den Videos bedanken, weiterhin bedanken. Ich habe mich ja auch schon bei 50 Abonnenten dafür bedankt und ein YouTuber, ich glaube, da spreche ich für alle, freut es einfach enorm, wenn man sieht, dass die Videos geschaut werden. Über Kommentare freue ich mich besonders, wenn ihr mal etwas dazu schreibt. Ich weiß, dass ich nicht immer Fragen stelle, aber ihr könnt mir immer schreiben, was ihr von den Videos haltet oder ganz andere Sachen, die euch zu dem Thema einfallen. Da freue ich mich mitunter am meisten. Und was mich auch noch freut, ist, dass ihr auch das Chaos, was auf dem Kanal herrscht, auf die leichte Schulter nehmt. Ihr wisst ja, wir haben hier nicht einen reinen Spielekanal, sondern ich lade ja auch gern mal Videos hoch aus dem Real Life, die ich für schön finde oder die mich bewegen. Und dementsprechend ist es so, dass das einige abschreckt, zum Beispiel Stichwort Tiervideos, ja, Tiere liegen mir am Herzen, das, wer schon länger dabei ist, der weiß das ja. Und dadurch, da kann man sicher gehen, dass man immer ein, zwei Abonnenten dadurch verliert, das ist einfach so. Trotzdem, also wir hätten wahrscheinlich schon früher die 100 Abonnenten geknackt, aber darum geht es mir gar nicht. Dementsprechend bleibe ich auch meiner Linie treu, die heißt, was ich schön finde oder was ich interessant finde oder was ich einfach mit euch teilen möchte, das werde ich auch immer wieder hochladen, denn darum geht es hier eigentlich, dass wir zusammen zocken, auf jeden Fall. Deshalb gibt es auch den Kanal, das ist der Hauptgrund. Aber es gibt eben auch noch das Interessante neben dem Zocken. Und bei mir, jeden zeichnet, jeden interessiert etwas anderes. Und bei mir sind es unter anderem eben Tiere, die ich faszinierend finde. Jegliche Art. Okay, so viel dazu. Zum Chaos auf dem Kanal. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei euch. Es freut mich wirklich, dass 100 Leute Interesse an dem Ganzen haben, was ich hier produziere. Das ist natürlich nicht First Class, was hier läuft, aber es ist immer mit Herzblut irgendwie verbunden. Und ich finde die Videos ganz in Ordnung. Jedes ist nicht top. Was neu dazu gekommen ist, ist das Stream. Auch nur, weil das jetzt über YouTube geht. Aber ich feiere das mega mäßig. Jetzt habe ich mich schon mit dem einen oder anderen im Stream unterhalten können. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, wie cool Stream ist. Wir können wirklich live, was das wirklich bedeutet, wenn wir live zusammenspielen. Echt eine coole Sache. Und das kommt jetzt, also das hat mir so viel Spaß gemacht, das ist jetzt der Fokus. Ich glaube, es wird kein Overwatch mehr oder kein WoW ohne Stream geben. Ich werde jetzt nur noch streamen, auch weil das ist einfach viel besser. Also macht mega Laune und das wird jetzt verstärkt kommen. Okay. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Samstagabend und bleibt nicht zu lange in der Realität. Macht's gut. Ciao.